Willkommen zurück zu Metro 2033. Wir sind auf dem Weg zu D6 und schauen mal. Danach führen mehrere Wege zu D6. Der nächste davon führt durch die Gebäude bei der Kiewskaja. Das versuchen wir. Kiewskaja. Über diese Station habe ich seltsame Dinge gehört. Es gab eine Explosion im Tunnel und viele Leute wurden lebendig begraben. Angeblich haben sie überlebt, sind aber keine Menschen mehr. Es soll auch etwas Seltsames in diesem Tunnel gesichtet worden sein. Eine Art Nebel. Was war denn jetzt? Vermutlich Unfall. Naja. Natürlich. Wer würde das auch schon glauben? Wladimir hat seine Familie in den Tunnels verloren und er kann sich nicht erinnern, was passiert. Ich sehe was, was du nicht siehst. Was ist mit Artyom nur los? Wo ist das hell? Will ich das? Um den Himmel zu sehen, die Sonne, und um zu atmen. Was steht denn da? Muss ich mich jetzt entscheiden? Einerseits will ich wissen, was da ist. Andererseits Artyom. Will ich aber auch... Artyom! Artyom! Ja. Wach auf, Artyom! Wach auf! Oh ja, ist gut, nimm die Lampe weg. Gut, er kommt zu sich. Ja, sag mal, leuchte noch mit... Ja, ehrlich, ey. Artyom, bist du okay? Nimm doch direkt einen Laserpointer. Mann. Artyom, was war keine das? Ahnung. Kein blassen Schimmer. Wir kommen an. Hier ist eine Luft. Ich hatte ein bisschen Kopfschmerzen. Gut. Und bin eingeschlafen. Anhalten. Hölle. Ich krieg hier echt das Grusel. Hölle. Boris, schau mal nach dem Tor. Boris Grischenko. Die Steuereinheit ist zerschmettert. Alle Drähte sind abgeschnitten. Juckt's schon wieder. Vlad, wir müssen diese Tür öffnen. Artyom, du bleibst hier und gibst Rückendeckung. Ein Flammenwerfer. Ich wusste doch, dass alles zu klein war. Alter. Okay, man kann ihn anpumpen. Pumpe, Luftdruckwaffe, halt, er leint sich. Erst verlassen wir die Drähte, dann auf mein Zeichen legen wir die Schotter um. Da draußen ist was. Boah, das dauert aber mit dem Pumpen. Etwas nähert sich, okay. Ignorieren. Dinosaurus. Jetzt aber! Feuer! Brennt, ihr Schweine, brennt! Alter, ich werde die ganze Bude abfackeln. Die ganze Bude werde ich abfackeln. Brennt, 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 brennt. Ich halt voll drauf, ist mir egal. Ich halt voll drauf. Ist mir Latte. Ich halt voll drauf. Ist mir Latte. Voll drauf. Uah. Ich glaube, ich brenne selber. Kann das sein? Ja, ich brenne selber. Das ist nicht gut. Uah. Kann ich auch runter? Hallo, ich will hier runter. Hallo, ich will hier runter. Ich will hier runter. Er kommt näher. Ich muss nachladen. Lad nach, lad... Oh. Beeilung!
Die Anomalie ist jetzt recht nah. Ja, und jetzt beeilt euch mal ein bisschen. Verdammt! Beeilung, sonst sind wir dort. Endlich. Das Tor ist da. Ja, dann fahr. Los, los. Scheiße, spring nicht an. Na los, Leute. Wir Könnt ihr mal ein bisschen schneller fahren? Wow. Wir haben es geschafft. Also, da möchte ich jetzt nicht mehr sein. Da möchte ich jetzt wirklich nicht mehr sein. Aber hier ist schon wieder eine Tür. Ah, jetzt heißt es aussteigen. Aussteigen. Guck, hier lacht doch gerade was. Munition. Okay. Reißen wir uns zusammen. Vor uns liegt noch ein langer Weg. Wie viele Waffen habe ich denn jetzt? Okay, also ich will, bin ich ganz ehrlich. Dies ist die Tür, die nach ich bin ganz ehrlich, ich will den Flammenwerfer gar nicht. Was ist das? Scheiße. Ist das hier dunkel? Das ist echt scheiße dunkel hier. Na dann mal los. Das ist echt scheiße dunkel hier. Verdammt nochmal. Das gibt's doch gar nicht. Na dann mal los. Was denn? Muss ich... Ich wollte schon sagen, muss ich vorgehen? Das Chaos des Tunnels war hinter der Luftschleuse eingeschlossen. Sie schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Schienen unverwundbar zu sein. Und meine Kameraden ebenfalls. Okay, wir sind durch. Machen wir das hier schnell. Ullmann, Sie übernehmen das Sturmteam. Boris und Stepan, ihr deckt den Komiker. Artyom und Wladimir, ihr bleibt nah bei mir. Okay. Okay, legen wir los. Darf ich mich noch umsehen? Warum so einig, Robert? Wie wäre es mit einer Raucherpause? Wir sind so furchtbar nervös. Genau, wie wäre es mit einer Raucherpause? Die Bösen machen auch keine Pause, wie Sie wissen. Vorwärts, meine Soldaten! Große Taten warten auf uns! Große Taten? Da hat er vollkommen... Ah, es gibt... Machen wir mal lieber aus, sonst kriege ich nachher wieder Probleme in Sachen Urheberrechtsschutz. Urheberrecht. Wie wäre es, wenn wir es als Andenken mitnehmen? Ullmann, genug Scherze. Wenn wir zurück sind, werden Sie die Tunnels mit einer Zahnbürste putzen. Ja, mein Feldherr. Wie Sie sagen, mein General. Hier kommt die erste Herausforderung. Artyom, lege die Schalter hier um. Ja, einen Moment. Ich darf mich ja wohl... Ich darf mich... Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. Das sieht aber lustig aus. Schade, dass es kaputt ist. So, dann werden wir mal den Schalter umlegen. Funktioniert nicht. Jungs, funktioniert nicht. Ja? Funktioniert nicht. Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Ich denke mal, er meint ihn hier, obwohl er nach vorne geguckt hat. Ja, das sieht gut aus. Das sieht aus, als wäre hier eine Pumpe. Oh, hier ist noch ein Kasten. Ah... Ein Schlüssel. Haben wir... Ich höre schon wieder was. Haben wir irgendwo ein Safe vielleicht? Bevor ich jetzt hier irgendwas aktiviere, werde ich jetzt... Oh. Werde ich jetzt hier... Das haben wir schon alles voll. Das haben wir auch voll. Werde ich nochmal schauen. Haben wir irgendwo ein Safe übersehen vielleicht? Weil wir kriegen ja nicht umsonst hier einen Schlüssel, ja? So, bevor ich da jetzt weitergehe, schaue ich doch nochmal. Weil, könnte ja förmlich sein, dass ich irgendwo hier einen Safe übersehen habe, der hier irgendwo steht. Da ist er. Yes! Cool! Geil! Jawohl. 16 Mun. Sehr schön. Wusste ich doch. Aber wir haben, ich glaube, ein paar Safes haben wir auch liegen lassen. Aber gut, das stört ja nicht. Wir sind ja auch nur Menschen, ne? So ein Ding hätte ich gerne auch mal für zu Hause. So, jetzt geht das. Wieso betätigt denn kein anderer den Schalter? Gut gemacht.
gemacht, Artyom. Du hast dir einen Orden verdient. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich gehe nicht. Ist zu dunkel und unheimlich da drin. Oh mein Gott. Scheiße! Pass auf, was du sagst, Soldat. Hat damit nichts zu tun. Ich bin reingetreten. Das sieht danach aus, als würden wir... Das ist ein großes Zeichen. Das ist kein Zeichen, sondern ein Omen. Wenn hier Scheiße liegt, muss es auch etwas geben, das sie hinterlassen hat. Ja, war klar. Wer ist er denn? Alter, ist der hässlich. Stirb! Alles frei. Angriff ist die beste Verteidigung. Ja. Das war klar. Du bleibst bei Das war sehr klar. Und ihr beide bleibt hinter. Okay, los geht's. Okay, los geht's. Oberst, ich kann in einer solchen Umgebung nicht kämpfen. Es stinkt so sehr, dass ich meinen Geruch verloren. Ein Metrobuch. Ich wünschte, Sie würden diese albernen Witze sein lassen. Ein Metrobuch und insgesamt gibt's 3 in der Hölle. Oder Höhle. Alles scheint gut zu laufen. Ullmann macht weiter seine Scherze. Miller droht ihm weiterhin mit zusätzlicher Dienstzeit. Das Ziel ist nah und nichts kann uns jetzt noch aufhalten. Wir gewinnen jede Begegnung. Hunter hatte recht, als er sagte, dass es niemals ein schrecklicheres Raubtier als den Menschen auf der Erde gab und geben wird. Das stimmt allerdings. Wir selbst sind unser eigenes Schicksalsschmied. Wow, 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 was? Boah, Ich sollte vielleicht dieses ewige Nachladen. Dieses ewige sofortige Nachladen sollte ich einfach mal lassen. Ich meine, der Revolver ist schon cool. Der Revolver ist schon geil. Kundschaft. Wow, 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 wo kommt er denn her? Wow. Die sterben. Geh sterben. Sei ein braves Hundchen. Geh sterben. Ich soll dein Medipack nehmen. Oh ja, ich soll dein Medipack nehmen. Selbstheiler-Trophäe. Geh sterben. Mann, geh sterben. Menno. So. Das hört sich gar nicht gut an. Das hört sich überhaupt nicht gut an. Du hast das auch gehört. Naja, ich kann auch nur einmal sterben. Haha, ich nicht. Ich kann wieder neu starten, ihr nicht. Entschuldigung. So. Mein Gott, da kommen aber verdammt viele jetzt gerade. Aua. Ja, ist okay. Ist okay. Geh schlafen. Geh einfach schlafen. Mein Gott, diese... Ich finde aber cool, dass ich nicht so häufig alleine in der Metro rumlaufe. Schaut mal, was hinter dieser Tür ist. Ich fühle mich sonst ein wenig einsam und alleingelassen. Ja? So, schauen wir mal, was hinter der Tür ist. Will ich das wissen, was hinter der Tür ist? Ich weiß es gar nicht. Also ich... Geht weg. Scheiß Viecher. Ich will das gar nicht wissen. Was da oben? Wo da oben? Nein.
Die sterben. Aua! Boris, was? Mein Freund, warum? Nein! Wir haben Boris verloren! Stepan, es reicht. Du kannst ihm nicht helfen, Stepan. Gehen wir. Diese Bastarde! Boris, ich schwöre dir, dass sie keine Ruhe finden werden, solange ich lebe! Boris! Diese gottverdammten Bestien! Okay, vor uns liegen eine Pumpstation und ein Abwasserteich. Wir müssen die Tür öffnen. Ja, wir müssen die Tür öffnen, aber zuerst lese ich mal den zweiten Eintrag von der Hüle. So, ich habe ihren Tod nicht wirklich verursacht und fühle mich trotzdem schuldig. Ich war zu begierig, die gute Zeit zu feiern, die wir im letzten Abschnitt unserer Reise miteinander hatten. Und das hat uns Ärger eingebracht. Ich konnte nicht zur rechten Zeit am rechten Ort sein, konnte meine Kameraden nicht rechtzeitig helfen, ihm nicht vom Rande des Todes zurückholen. Ich habe diese tapferen Seelen in dieses Abenteuer geführt, das zu ihren letzten geworden ist. Unser Team, so klein es auch war, ist noch kleiner geworden. Wenn ich im tanzenden Licht eines Lagerfeuers auf meine Handflächen sehe, dann scheint es, dass sie mit Blut beschmiert sind. Gebt mir ein paar Minuten. Okay, los. Gebt mir ein paar Minuten. Ist das eine coole Atmosphäre? Noch ein bisschen mehr. Könntest du dich ein wenig beeilen? Nein. Komm, ich krieg da besser hin mit meinem Gasmasken auf. Gasmasken auf, okay. Aha. Ich hab ein Feuerzeug, ihr scheiß Zombies. Ja, hier, ich habe ein Feuerzeug. Ullmann, überprüfen Sie den Teich. Ich bekomme immer die interessantesten Aufträge, was? Ja. Sollen die Augen aufhalten auf dem dritten Eintrag, dass wir den finden, ja? Dass wir da vielleicht nochmal was zu lesen haben, finde ich sehr schön. Alles frei, gehen wir. Für den Flammenwerfer haben wir da Munition bekommen. Ich bin ganz ehrlich, bei dem Spiel habe ich so dieses, Das schaue ich mir mal an. Vorsicht! Vorsicht! Ich spring da nicht runter, ich gehe lieber hier runter. Was ich sagen wollte, bei dem Spiel habe ich so dieses Gefühl verloren, wo ich gerade bin. Also ich habe kein Gefühl, ob ich jetzt weit bin, ob ich jetzt Mitte des Spiels bin, ob ich jetzt schon kurz vor Ende stehe. Ich weiß es gar nicht, so dieses Gefühl habe ich bei dem Spiel nicht. Finde ich auch gut. Ja? Da unten ist ein Durchgang. Unsere einzige Wahl. Wir müssen leise sein. Was war das? Somit kann ich nicht vorhersehen, ob es jetzt gleich schon zu Ende ist oder nicht. Das finde ich supi. Wow, wow. Die sterben! Boah, Medipack! Die sterben! So. Boah, ich soll dann noch den Filter wechseln. Genau, ich habe ja auch gerade mal so eben dafür Zeit, den Filter zu wechseln. Schnell zum Ausgang! Munition wäre gar nicht mal so schlecht. Munition wäre ich gar nicht mal so verkehrt. Die sterben. Uah. Stirb! Uah. Die sterben!
Whisky sterben. Alter, was ist hier los? Die sterben. Die sterben. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Ich habe keine Munition mehr. Hilfe, Jungs. Jungs, ich habe keine Muni mehr. Jungs, ich habe echt keine Muni mehr. Okay, also wenn ich keine Munition mehr habe, dann muss ich doch. Ja, liebe Mutanten, ich habe ein Feuerzeug und ihr sollt mir nicht zu nahe kommen damit, sonst zünde ich mich selber an. So. Diese Tür führt nach D6. Yeah! Sind wir da? Sieht ganz so aus. Sieht ganz so aus. Scheiße, abgeschlossen. Ich bin nicht überrascht. Was ist denn damit? Sieht wie eine verdammte bombensichere Tür aus. Na dann mal los. Eine bombensichere Tür. Na, was erwartet uns da? Artyom, schau dir mal diesen Raum an. Ja, ich versuch's. Da komme ich aber nicht rein, wenn du den Raum meinst. Da komme ich nicht rein. Ich kann die Tür nicht öffnen. Ah, okay. Ja, wer muss wieder da drunter herklettern und... Wow. Geh bloß nicht zu jetzt. Das war so klar und ich habe keine Munition mehr. Das ist so... Wir versuchen zu dir zu kommen. Suche in der Zwischenzeit nach einem Ausgang. Viel Glück. Ja, schön. Ich wäre mal froh, wenn ich mal ein bisschen Munition hätte. Was? Was ist das denn? Was ist das denn? Alter, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Ja, liebe Leute, was das ist? Sehen wir in einer weiteren Folge. Also, macht's gut, bis demnächst. Tschüss.